oft vom Rhein her, Bundestag und Volkskammer seien nicht gleichwertig, weil der Volkskammer eine demokratische Legitimation abgehe. Man sollte doch nicht derart auf historische Vergesslichkeit oder Unkenntnis spekulieren. Wie war denn das vor 39, bald 40 Jahren? Es ist doch bekannt, wie Bundestag und Volkskammer entstanden sind. In Bonn ernannten 1948 ausländische Besatzungsmächte willkürlich ausgewählte Politiker zu parlamentarischen Räten. Diese bastelten am Entwurf eines Grundgesetzes und mit diesem Verfassungsentwurf wurden sie 36 Mal auf den Petersberg zitiert, ins Siebengebirge, wo nicht die sieben Zwerge, sondern Vertreter der drei Westalliierten residierten. Dort haben dann diese Ausländer jedes Mal im Entwurf der nicht gewählten parlamentarischen Räte herumredigiert. Dann konstituierte sich der nicht gewählte, sondern von Ausländern ernannte Parlamentarischer Rat im Bonner Museum König als provisorischer Bundestag und setzte die von Ausländern redigierte Verfassung in Kraft. So entstand die BRD.